Wo war ich? Möbel? Denke. Wie mal so eine trotzdem noch aus. Gucken. So. Ja, bei der Bank, die schaut mir. Ich weiß nicht, ob mir die zu modern ist. Man kann sie ja mal probieren. Nehmen wir ein paar Bänke durch. Stone Bench auch. Irgendeine wird schon dabei sein. So. Dann hole ich mir jetzt hier noch die Fundamente raus. Und dann geht's ab nach unten. Halt, hier hat noch jemand ein Ei gelegt, hab's genau gesehen. Da. Parasaurus, let's go. Der schaut halt jetzt auch so dick aus, weißt du, so ja, schwer beladen im Endeffekt. Ist er jetzt ja auch. Ja. Voll cool. Hier rum. Wenn wir schnell schwimmen gehen. Ich hoffe, das überlebt er. Jo. Oh, ein bisschen Schaden hat er genommen. Ah, das wird auch angezeigt als Buff hier oben. Warte, mit Hane. Weight Buff, ja. Echt? Ja, oben rechts wird der angezeigt beim Dino, wenn du drauf sitzt. Cool, ja, stimmt. Ich habe immer noch nichts zu essen. Oh no. Nicht so gut. Keanu Reeves ist noch da. Ist nicht weggeschwommen. So. Ich baue jetzt hier einfach auf, wenn ich Hunger habe. Ich kann gleich was essen. Also der Plan wäre jetzt folgender. Ja, natürlich. Das war mir schon klar, dass es so ist. Hier einmal nach oben, ja. So, jetzt habe ich sogar noch eine übrig. Und jetzt hätte man hier quasi so einen Mittelpunkt. Da würde ich dann das Feuerchen reinstellen und außenrum ist dann Platz für Bänke und allerlei Spaß. Kann ich hier mit der 7 diese Bank probieren? Ja, ich glaube, die ist ganz gut hier. Wobei, warte mal. Warte, gucken wir es uns erstmal an. Die schaut so aus. Die 8. Okay. Die 7. Jetzt kommt hier das Bankvoting. Oh, die ist schon sehr, sehr groß. Und die hier noch. Also die würde ich gerade mal rausnehmen. Die fände ich jetzt nicht so gut. Zumindest hier für den Moment. Ich glaube, für die Hauswand nehme ich die hier und dann fürs Feuer wird es die werden. Und mit der mache ich dann oben bei meinem Hütchen was. Das heißt, ich brauche von denen dann wahrscheinlich nochmal eine oder zwei. Geh dann so schön an die Wand. Sich hinsetzen. Einfach, wenn es regnen sollte, hier ein bisschen entspannen. Vielleicht dann unter das andere Fenster auch noch eine. Mal gucken. Ja, doch, es wird. Es wird. Was fliegt denn da? Oh nein. Ich sehe dich schon. Warte, wo ist mein Revolver? Mach ich kurz einen Prozess. So, hier. Ich habe ihn schon gesehen. Er kam schon auf mich zu, der Ichthyornis. Nicht, solange ich bewaffnet bin. Ich dir mal kurz dein Fleisch, komm mal her. So, dankeschön. Dann wird es hier langsam auch. Jawohl. So, mal weiter. Beim Bären sammeln brauche ich jetzt gerade nicht wirklich. Mal rundherum den Sattel begutachten. Man sitzt auch immer noch gut drauf. Die
Füße verschwinden ein bisschen in den Taschen, aber das ist nicht schlimm. Sieht man von hinten sowieso nicht. Von unten auch nicht. Echt gut. Und jetzt muss ich mich mal beeilen. Schnell! Das Essen ist leer. Ich kann allerdings auch einfach mal hergehen, warte. Er hat ja sowieso so viele Bären und dann hau ich mir die einfach mal rein. Dann geht das Essen auch gleich wieder nach oben. Das dauert natürlich ein bisschen. Er muss die Bären natürlich einzeln essen. Sowieso schon recht schnell. Und damit wäre mein Hunger so ein bisschen angefüllt. Nicht viel, aber... Ja doch, er füllt sich weiter. Genug, dass wir erstmal nach Hause gehen und entspannt Fleisch kochen. Das sollte gut funktionieren. Kannst du mal nachgucken, ob es einen Agentavis-Sattel von der Mod gibt? Das wäre interessant, weil wenn der da auch nochmal Gewicht verringern würde, das wäre schon krass. Nee, gibt's nicht, habe ich schon nachgeschaut. Ah, okay. Boah, das ganze Strohzeug, nee, das nehme ich jetzt mal nicht mit, oder? Scheiß drauf. Wir nehmen es mit. Wir nehmen es einfach mit. So. Ich suche jetzt mal nach dem Feuer. Ich werde es finden. Lightning. Das muss doch irgendwo sein. Hier Fireball. Fischer. Ah, das habe ich unten auch nicht gezeigt. Die Fischerbank habe ich ins Fischerhütchen schon reingestellt. Vielleicht hat man es schon gesehen. Ganze Schrein. Da ist es unter Strukturen. Ha, wusste ich doch. Obsidian, Stroh, Holz und Feuerstein. Einmal ziehen. So. Und dann bauen wir uns ein schönes offenes Feuer, ein Firepit. So. Briefkästen gibt es hier auch, das ist richtig krass. Und hier Woodrack. Da kann man Holz austrocknen lassen, damit es länger brennt. Das wäre auch nicht schlecht. Probiere ich einfach mal aus. Kann man ja ein bisschen Deko verbauen, ein paar Deko-Elemente. Strukturen. Boah, mache ich mir da noch ein Geländer hin? Ich habe jetzt zum Glück ein paar Ressourcen jetzt in den Schränken. Kann ich mal kurz zeigen. Ich habe ein bisschen Holz gefarmt. Huch, ich gucke an hier in den Chat. Was ich am meisten habe tatsächlich ist hier, ja, so ein bisschen Faser. Das geht relativ schnell, wenn man da mal mit der Sichel durch den Wald rennt. Dann hat man da gleich mal ein paar hundert. Du hast auch kein Essen mehr, nö. Alle ausgehungert hier. Wo ist denn mein Feuer? Das ist aber nicht gut. Konsumgüter. Kann man mit S Plus auch irgendwie Sachen ziehen, ohne dass die benötigt werden direkt? Wie meinst du das? Also ich bräuchte zum Beispiel in meinem Ofen, hätte ich jetzt Holz gebraucht. Ohne dass ich jetzt quasi... Über diese Wolke da oben. Ah. Okay. I see. Interessant. Dankeschön. Jo. So, dann mache ich mir jetzt noch was zu essen. Und hier mache ich noch diesen. Mein Essen ist tatsächlich wieder voll. Ich bin komplett gesättigt von den Bären. Not bad. So, mal wieder ab nach unten. Aber ich glaube, ich level den jetzt mal auf Geschwindigkeit ein bisschen in Parasaurus. Aber das ist schon wirklich cool, was da jetzt alles hinzugekommen ist. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich zuerst bauen soll. 1000 Baustellen.
Weil du ja jetzt die Location da gefunden hast, wie ist denn jetzt dein nächster Plan? Willst du jetzt direkt umziehen oder? Nee, ich habe mir, das erstmal vorgemerkt und ich werde im weiteren Verlauf nochmal ein bisschen nachgucken. Vielleicht finde ich nochmal einen Spot, der etwas, wie sagt man? Ansprechender? Ja, ansprechender oder komfortabel auch nie. Passender, ein bisschen passender ist, ein bisschen zentraler oder so. Weil irgendwie ist mir das alles zu sehr ab vom Schuss, deshalb, ja. So, ungefähr so hatte ich mir das gedacht, dass hier dieses Feuer so stehen würde. Und das schaut doch nicht mal schlecht aus. Ich meine, das kann man doch machen. Dass es schön im Freien steht. Aber es ist ein bisschen schief geworden. Wobei. Ja, doch, so ein bisschen schief ist es schon. Nicht hundertprozentig perfekt sein, aber soll auch nicht störend ausschauen. So. Jo, das ist besser. Jetzt haben wir hier so eine schöne, ja, kleine, ist es nicht unbedingt, eine schöne Feuerstelle. Was brauche ich dafür? Einfach nur Holz rein, habe ich gar nicht dabei. Drywood für bessere Ergebnisse. Das heißt, stelle ich mir im Endeffekt hier meinetwegen neben die Bank. Das hier hin. Oh lol. Aufheben, warte. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz einen Baum fällen. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Das muss getestet werden. Jawohl. Natürlich auch wieder ein Level up. Weiß nicht, was da los ist. Das geht irgendwie schneller als sonst. Gefühlt zumindest. Gab's in Ark nicht sogar irgendwie eine Nachtsichtbrille? Oder irre ich mich? Ja, gab's. Not bad. So. Den hier noch. Ein wunderschöner Trike hier, Level 20. Ist dein Freund hier auch noch irgendwo? In 20 erinnere ich mich sogar. Ach Mensch, du brauchst so viel Öl. Kannst du eine Ölplattform bauen? Kann man, glaube ich, hier nicht bauen, weil man die nirgends nehmen kann. Es gibt ja diese Ölfelder nicht. Ölpunkte, Ölzonen, wie auch immer. Glaube ich zumindest. Hab ihn. Ich, Jonas, ist erledigt. Der ist hier gerade sogar gelandet, habe ich noch nie gesehen. Das ist natürlich doof, wenn es hier nicht gibt. Aber unter Wasser müsste es doch Ölquellen geben ohne Ende hier bei uns, oder nicht? Das ist natürlich auch eine Gefahr für sich. Genau, ich habe immer noch Angst, dass die so viel Schaden machen, die Viecher. Puh, worauf gehe ich? Ich geh nochmal auf Resistenz. 52. Ja, noch mehr Technologie. Also ich bin jetzt gerade schon echt weit hinterher, weil ich die ganze Zeit hier mit Holz so schön baue. Aber okay, ist ja auch gut. Sich Schaden macht er, das ist okay. Okay, das ist Stand. Dann haben wir es gefixt.
Perfekt. Oh. Achso, genau, das Holz wollte ich hier reinlegen, jetzt war ich kurz verwirrt. Bam, 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 bam. Oh mein Gott. Was ist los? Irgendwie. Oh, 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 oh. Jetzt kann ich 3 Wood produzieren, das ist nicht schlecht. 3 Wood. 3, 3 Wood oder 4 Wood? Oder also Hollywood. Das muss ich später echt mal angucken, das ist echt cool. So, und hier haben wir diese Fisher's Desk. Da können wir jetzt auch noch verschiedene Sachen bauen. Verschiedene kleine Kisten. Crate, Fässer, Säckchen, Nahrung. Okay, so ein Fischeimer. Okay. Ein Räucherhütchen war da auch dabei. Das ist natürlich krass. Und hier ganze Strukturen, dass man sich so einen kleinen Angel, ein kleines Angelparadies bauen kann. So, was ich jetzt aber mal mache. Was steht denn da aus dem Wasser? Was ist denn das? Ein Ast. Oh. Sowas aber auch. Ich holze mir jetzt noch ein bisschen was ab. Jetzt mal erstmal die Sachen bauen und dann gehe ich mal hoch und hol mir das Essen, das wir gerade angefangen haben zu produzieren. Jawohl. So, ich denke, das Holz reicht. Dann noch ein bisschen Stroh. Ich habe mir jetzt erstmal aus allen, also zu jedem Gegenstand, ja, den Plusgegenstand, so Holz, Stein und Metall, habe ich mir jetzt Prints gemacht. Not bad. Genau. Dass ich die Sachen, also die Sachen besser vergeben kann, die Punkte für Rüstung oder so. Und das sind bis zum jetzigen Stand gerade mal 160, vielleicht ein bisschen weniger Blueprints. Lol. Passen die alle in einen Schrank, ja? Ja, der Schrank hat 600 Platz. Ah, okay. Dann schau an. Leder fehlt mir. Oh no. Habe ich noch Leder dabei? Mann, hier. Ich check das nicht. Metallbarren. No. No. Das kannst du nicht machen. Aber das Ding kann ich mir bauen, um Fische zu trocknen. Und das hier schaut irgendwie eklig aus. Das ist nicht für uns gedacht. Das ist für Fische zum Essen. Gut. Ich habe nicht gedacht, dass es so groß ist. Jetzt holy. Ja, ich kann es nicht platzieren. 7. Ich kann es immer noch nicht platzieren. Das ist bitte Andi. Ja. That's what she said, also bitte. Holy shit, schaut das cool aus. Okay, wie kann ich das nutzen? What? Da gibt's ganz vieles Neues zu essen hier. Dried Calamari, Sacro Tail, Prime Fish Jerky, Piranha Bites, Fish Jerky, Ammoniten Jerky, Crab Sticks. Yo, und es schaut halt absolut krass aus. Warte, ich baue das aber hier schön hin. Bist du gerade in der Nähe? Also ja, ich bin bei mir. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das platziere, weil es ist halt hier doof. Dass es hier so schräg reingeht. Das war gerade eigentlich noch nicht mal so kacke platziert. Vielleicht mache ich das. Ich würde es gerne im Wasser stehen haben. Das wäre schon cool. Ich sag dir gleich Bescheid, dann kannst du das gerne mal angucken. Das ist echt cool. Und viel zu groß. Schaut das aus.
Pass mal auf. Das fände ich cool. Das Problem ist halt nur, dass es hier nicht bis an den Boden runterreicht.